Herzlich willkommen auf meinem virtuellen Schaufenster. Heute bei bestem Wetter darf ich euch am Sonntag aus dem Arnulfpark recht herzlich begrüßen. Und ich habe sehr lange darauf gewartet, dass endlich diese traumhafte Wohnung frisch renoviert und freigegeben wird vom Eigentümer für die Vermietung. Also heute wichtig, kein Kaufobjekt, sondern ein Mietobjekt. Und ich denke, wir haben heute ganz was Besonderes für euch im Programm. 4-Zimmer-Dachterrassenwohnung mit 2 zusätzlichen großen Hobbyräumen, mit 2 Bädern, Designer-Einbauküche, frisch renoviert. Und ich führe euch jetzt einfach mal rum. Vielleicht erkennen die treuen Abonnenten meines Kanals schon die Wohnanlage Arnulfpark Marlene-Dietrich-Straße Nr. 5, genauer gesagt. Wurde diese Wohnung nach 10 Jahren Vermietung jetzt nach Auszug des Mieters frisch saniert. Und ja, ich begrüße euch jetzt erstmal hier aus dem Eingangsbereich. Hier haben wir gleich ein schönes Gäste-Dusch-WC. Alles natürlich ganz schick neu entworfen, auch in Zusammenarbeit mit einem Architekten. Glasdusche, schönes Waschbeckenelement, Designertoilette, alles mit großformatigen Fliesen gehalten. Und dann haben wir hier so zur Orientierung die Privaträume und hier weiter hinten die öffentlichen Räume. Ich würde sagen, wir werfen, weil wir ja gerade hier sind, schon mal einen Blick in die Privaträume. Hier haben wir nochmal ein sehr großes Elternbadezimmer mit Badewanne, Waschmaschinenanschluss, Trocknerturm und auch frisch saniert, auch in diesen sehr schönen großformatigen Fliesen. Und mir gefällt sehr gut, dann in Verbindung mit dem Holz. Das gibt dem ganzen Badezimmer eine gewisse Wärme. Wir haben natürlich Spotsystem, großen Spiegel verbaut. Und es wird noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, ein paar Türen sind noch neu bestellt worden. Aber ansonsten steht sie eigentlich bereit für Besichtigungen mit euch, wenn ihr Interesse habt. Und wir werfen jetzt mal hier einen Blick ins Kinderzimmer, würde ich sagen. Kinderzimmer Nummer 1. Die gesamten Zimmer nach Süden haben diesen wunderbaren Blick auf den Arnulfpark und auch einen Austritt auf die Dachterrasse. Ich zeige euch das jetzt mal, heute natürlich wirklich bei bestem Wiesenwetter. Ist es hier ein Träumchen. Hier habt ihr den ganzen Tag Sonne. Teilweise ist die Dachterrasse hier hinten noch überdacht. Und insgesamt, was ich gesehen habe, hat sie knapp 18 Quadratmeter. Hier im Arnulfpark, wisst ihr ja, ist gleich die Hackerbrücke. Also zukünftig seid ihr sehr schnell auf dem Oktoberfest. Wir haben hier Westseite, hier rein in Süden und hier Osten. Das heißt wirklich einen ganzen Tag Sonne. Hier hinten ist Google und das Elements Fitnessstudio. Da haben wir auch einen großen Supermarkt. Und vorne an der Hackerbrücke sind ja auch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Und ihr seid hier ganz schnell in der Stadt, ganz schnell im Geschehen. Und trotzdem habt ihr hier einen unverbaubaren Weitblick von eurer eigenen Dachterrasse. Und das ist schon was Besonderes. Und natürlich versteht man jetzt auch, warum die letzten Mieter hier 10 Jahre gewohnt haben. So, also Kinderzimmer Nummer 1. Meistens wird dieses Zimmer hier als Elternschlafzimmer genutzt. Ich kann euch auch ein bisschen was dazu sagen. Vor 10 Jahren hatte ich ja die Wohnung auch schon vermietet. Eigentlich passt hier mittig ein großes Bett rein. Hier in diesem Bereich und hier hinter der Tür würde ich dann den Kleiderschrank stellen auf der gesamten Breite des Schlafzimmers. Und ihr habt zweimal wieder einen Austritt auf die Dachterrasse, die wir ja gerade schon mal gesehen haben. Und hier ist der Freisitz überdacht. Und guckt euch das mal an. Also wenn ich das Geld hätte, ich würde hier am liebsten gleich selber einziehen. Ist das nicht ein Traum? Hier kann man sich es natürlich gut gehen lassen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man so Parkettfliesen auslegt. Wir haben Wasseranschluss, wir haben Licht, Strom, alles da. Und hier kann man sich es doch wirklich gut gehen lassen. Alle Fenster haben selbstverständlich Rollläden hier und hier eben eine Überdachung, wenn es im Sommer auch mal regnet, das haben wir ja auch sehr oft, könnt ihr hier trotzdem im Trocknen im Freien sitzen und könnt den Freisitz und trotzdem vielleicht grillen oder Freunde einladen. Der Platz ist ja genug da und das ist das Elternschlafzimmer, ideale Aufteilung hier. Über die gesamte Breite den Kleiderschrank und hier dann mittig das Bett mit Ausblick auf die Morgensonne. So, das waren die privaten Bereiche hier im Eingangsbereich.
Und wenn wir jetzt hier nach links gehen, ist dann der öffentliche Bereich. Aber zusätzlich zu den vier Zimmern haben wir noch einen Schmankerl für euch, nämlich zwei Hobbyräume. Und die zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir haben hier keine volle Stehhöhe. Also das könnte man zum Beispiel für ein Rudergerät, für ein Sportzimmer nutzen. Also Bankdrücken, sowas geht natürlich. Für Yoga ist es, glaube ich, zu niedrig. Manche haben hier auch für die Kinder so eine Spielwiese integriert, also da kann man sich vieles vorstellen. Und von diesen Hobbyräumen haben wir insgesamt zwei Stück. In anderen Dachterrassenwohnungen haben wir hier sogar ein Gästezimmer untergebracht. Also zum Schlafen, es ist ja beheizt, reicht das auf jeden Fall aus und das habt ihr als Schmankerl noch dazu. Insgesamt hat er die Wohnung mit den anteiligen Hobbyräumen 136 Quadratmeter, wobei die Hobbyräume, glaube ich, zur Hälfte mit eingerechnet werden. Und hier, durch diese Tür, gehen wir dann so in den öffentlichen Bereich. Und rechter Hand haben wir hier nochmal ein weiteres, möglicherweise Kinderzimmer und oder Arbeitszimmer. Das kann man sich hier aussuchen, auch wieder mit Austritt auf die Dachterrasse. Hier mit einem traumhaften Blick. Und hier in dieser Nische hatten die meisten Mieter so eine kleine Leseecke. Ich gehe mal hier nach hinten, kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Also hier haben viele so eine kleine Leseecke sich geschaffen. Hier haben wir noch meinen zweiten Hobbyraum, den darf ich euch auch kurz noch mal kurz darstellen und filmen. Also Nebenflächen habt ihr hier genügend und wenn kleine Kinder zum Beispiel auch zu eurer Familie gehören, dann ist das natürlich ein ideales Spielzimmer. Es könnte auch ein Gästezimmer werden. Manche haben hier sogar ein Arbeitszimmer. Also alles ist möglich. Unter den Gauben kann man ja, unter den Dachhauben, so nennt man das, kann man ja auch stehen oder eben Sportzimmer, Hobby. Vielleicht habt ihr Modellbau oder was auch immer. Dann haben wir diese Räume zusätzlich zu natürlich auch einem Keller. Ja, und jetzt gehen wir wieder in den großen Wohn-Ess-Bereich. Und hier seht ihr schon, das hat so ein bisschen Loftcharakter. Das Dach fällt ja hier so ein bisschen ab. Und hier unter dieser Nische ist meistens, ich zeige euch das mal von hier, genau hier kann man sie, also ihr seht schon, hier unter dieser Nische könnte man vielleicht sich ein großes eine Sofaecke vorstellen, mit Ausblick auch wieder in Richtung Südseite. Also hier so, das würde ich fast so machen und ich würde mir überlegen, dass ich vor diesen Bereich hier noch eine große Tafel platziere. Wir haben natürlich die Möglichkeit, an der Bar hier zu frühstücken, aber als Esstisch wird sich dieser Bereich ganz gut anbieten. Ich gehe mal hier in die Knie. Ach, naja, mein Knie ist heute nicht oder seit Wochen irgendwie lädiert. Das habe ich mir in den Sommerferien ein bisschen beim Kitesurfen zerstört. Aber ich denke, es reicht, um euch die Wohnung gut darzustellen. Die Designerküche ist natürlich auch nagelneu. Also ihr seht ja auch, der Boden ist neu abgeschliffen und geölt. Wir ölen ja jetzt die Böden nur noch. Hier eine tolle Einbauküche, sogar mit Bora-Abzug. Hier Bora-Kochfeld. Und das Tolle ist, ursprünglich war hier meine Dunstesse. Und die hat euch diese Sichtachse natürlich versperrt und die Eigentümer haben jetzt beschlossen, eben einen Bora-Abzug hier zu integrieren und eine tolle, stylische Küche mit neuen Siemens-Geräten, auch wieder mit diesen großformatigen Fliesen. Das ist der Grundriss der Wohnung, den filme ich euch auch kurz. Dachterrasse 17, Wohnbereich 31. Hier haben wir ja nochmal diese Nische, also diese Schräge und dann da hinten die zwei Abstellräume und insgesamt haben wir 135 Quadratmeter Wohnfläche. Und jetzt kommt das absolute Highlight und das wollte ich euch zum Schluss in aller Ruhe noch zeigen. Das ist diese riesige Dachterrasse, teilweise überdacht, teilweise frei, wie jetzt an einem schönen Herbsttag. Kann man ja hier sich wunderbar sonnen und schaut euch das einfach mal an, hier vor der Küche überdacht. Also wenn ihr Freunde einladen solltet, könnt ihr auch bei Regen hier super grillen. Und das war ja das Arbeitszimmer, das war das Elternschlafzimmer
Und das ist die Dachterrasse, die sich über die gesamte Südseite erstreckt und den ganzen Tag natürlich Sonne bietet. Und zusätzlich, trotzdem, wenn ihr hier hinten seid, kann euch eigentlich fast keiner reinschauen. Außer vielleicht hier dieses Gebäude, das sind ja alles Büros. Aber das ist schon ein absolutes Träumchen. Natürlich haben wir auch bis zu 2 Tiefgaragenstellplätze anmietbar. Wir haben immer 2 Jahre Mindestmietdauer und einen Indexvertrag. Und die Details der Wohnung und vor allem die Mietzinsen seht ihr dann unten in der Beschreibungsbox. Also wenn euch mein virtueller, leider sehr langer Rundgang gefallen hat, dann fahrt vielleicht hier mal vorbei in die Marlene-Dietrich-Straße 5. Schaut euch mal hier das Gebäude und die Mikrolage an. Wir sind hier natürlich sehr, sehr zentral und trotzdem ruhig und grün und auch mit genügend Abstandsflächen, insbesondere bei diesem Haus. Ja, und wenn Interesse besteht, unten ist die Selbstauskunft mit verlinkt und dann sehen wir uns hoffentlich hier. Ihr müsst mir die vorab bitte ausfüllen und per E-Mail schicken, gerne eine Vorabbesichtigung hier vor Ort machen und dann würde ich die Selbstauskunft an den Eigentümer weiterleiten und der gibt mir dann die Freigabe für Besichtigung. Danke für eure Geduld, sorry für das lange Video. Gerne einen Daumen nach oben hinterlassen für meine Sonntagsarbeit heute bei bestem Wetter. Und auch für das Video, wenn es euch gefällt, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Viele Grüße vom Arnulfpark Marlene-Dietrich-Straße 5, hier mit unverbaubarem Weitblick. Tschüssle!